Folge 179 von der Webverbesserin und heute sprechen wir über teure Fehler, die entstehen, wenn du in deinem Business alles Mögliche automatisieren möchtest. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hallo, liebe Webverbesserer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Triggerfrage. Wie häufig sprichst du eigentlich noch so ganz aktiv mit deinen Kunden? Im digitalen Zeitalter, in dem wir jetzt so leben, wird ja viel geredet, aber irgendwie nicht so richtig direkt miteinander. Und das gilt insbesondere für unsere Online-Business-Welt. Gerade hier leben wir in einem Zeitraum, in dem einfach dieser letzte Schrei die Automatisierung geworden ist, in dem wir uns für unsere Effizienz feiern und dafür mit Massen zu sprechen, statt mit dem Einzelnen. Und ja, das hat natürlich auch viele, viele Vorteile. Für jeden von uns ist es total easy geworden, unsere Botschaft an Hunderte oder Tausende oder auch Hunderttausend Menschen zu teilen. Das Ding ist aber, dass wir gleichzeitig eigentlich gar keine Ahnung haben, wer diese Menschen sind. Die Wahrheit ist, wir haben irgendwie Kontakt, ohne Kontakt zu haben. Und genau das habe ich auch in der letzten Podcast-Folge thematisiert, in der ich gesagt habe, es gibt so viele, die große Communities vielleicht haben bei Instagram und Co. und trotzdem Angst haben, Webinare zu geben oder live zu gehen, weil sie denken, da kommen zu wenig Leute. Und wir hatten auch beim letzten Mal darüber gesprochen, dass nur 10 Leute wirklich dir ein echtes Feedback geben können, ob eine Idee gut oder ob sie eben nicht gut ist. In der letzten Folge haben wir auch darüber gesprochen, dass du eine ganz große Community haben kannst, die aber am Ende gar nichts kaufen wird, weil kennen nun mal nicht kaufen bedeutet. So. Jetzt kam genau auf diese letzte Podcast-Folge eine Folgefrage, nämlich, was ist denn, wenn gar keiner kommt? Also was ist, wenn niemand zu meinem Webinar kommt? Ich würde tatsächlich sagen, das ist doch super, weil das kriegt ja keiner außer dir selbst mit, ne? Und du lernst tatsächlich noch eine Menge. Das Ding ist, jeder von uns, der schon ein bisschen länger dabei ist, hat schon mal ein Webinar gegeben, wo er gemerkt hat, das war einfach am Thema vorbei. Und das Learning, was man am Ende daraus zieht, ist, dass das Thema nicht gut war. Und das hatte ich auch schon. Die Wahrheit ist, dass wir so viel Angst davor haben, dass sich unsere Mühen nicht lohnen könnten. Aber die viel größere Wahrheit ist, dass wir doch genau das tagtäglich zum Teil erleben. Also ich meine, ihr alle da draußen, ihr postet, ihr schreibt, ihr nehmt auf. Und dann? Wie häufig ist denn das vorgekommen, dass vielleicht so gut wie niemand oder auch niemand liked oder liest oder zuhört? Das ist normal. Oder dass der Algorithmus bestimmt, wie viele Leute euren Content eingeblendet bekommen. Das ist auch normal. Also du reitest sozusagen ein totes Pferd und postest ein Sammelsurium aus. Eigentlich habe ich nicht so wirklich Bock Content. Aber die Frage ist natürlich auch, wie viel Energie wir damit aussenden und was für eine Energie wir damit aussenden. Was tun wir denn uns selbst damit auch an? Also wie schlimm ist es, wenn wir jeden Tag bei Instagram sind, weil man nun mal aktuell auf Instagram ist oder vielleicht auch auf einem beliebigen anderen Netzwerk. Ich kenne tatsächlich auch Leute, die wahnsinnig viel Zeit und Mühe in YouTube investieren und sehr, sehr frustriert sind, dass sie gerade mal 5 Zuschauer haben. Und 2 davon sind die eigenen Familienmitglieder. So, das ist eben die Frage. Meine Frage lautet auch, wie willst du denn jemals besser werden, wenn du es nicht wagst, einmal auch zu scheitern? Also, niemand wird dich nun mal anrufen und sagen, hey, ich war gerade auf deiner Website,
aber ich bin nicht so richtig klar gekommen und deswegen bin ich wieder gegangen. Oder ich habe auf deiner Website gar nicht so richtig verstanden, was du eigentlich machst. Extrem viele meiner Kunden, die am Anfang zu mir kommen, sagen zum Beispiel auch, dass sie gar nicht so auf den Punkt bringen können, was genau sie machen. Aber genau hier müssen wir doch ansetzen. Ja klar, das tut weh, weniger Anmelde zu zahlen, auf so einem Webinar zu haben. Oder es tut weh, auf eine Produktvorstellung und einen Verkaufsteil keine Resonanz zu bekommen. Aber das, was ich finde und was wir vielleicht alle nicht auf dem Schirm haben, ist, es tut doch sehr viel mehr weh, Dinge auf deine Website zu schreiben, die irgendwie niemand lesen möchte. Oder Produkte zu kreieren, die niemand kaufen wird. Es tut sehr viel mehr weh, Dinge zu posten, die niemand liked und es dann auf den Algorithmus zu schieben. Also ich meine, das können wir machen, ne? Wir können wunderbar die Augen zuhalten, aber den Preis dafür, den bezahlst du ganz am Ende. Und ein Gedanke, der mir diese Woche kam, war, Webinare sind eine sehr direkte und sehr schonungslos ehrliche Verbindung zu den Menschen da draußen. Und sie können dir wirklich viele, viele Erkenntnisse für dein Marketing bringen, wenn du es eben zulässt, auch mal zu scheitern. Kinder haben Wachstumsschmerzen. Und die gibt es eben auch im Business. Aber entscheidend ist eben, dass wir genau diese Schmerzen brauchen, um zu wachsen, statt gemütlich zu stagnieren. Und die Wahrheit ist, immer mehr Kunden sehen sich nach dem echten Kontakt zu uns. Eine Sache, die mir durch den Kopf ging, war, vielleicht müssen wir es auch wagen, uns Zeit zu nehmen für die, die sich für uns Zeit nehmen, für unseren Content. Warum denken wir denn, dass wir immer alles automatisieren müssen? Und derjenige, der da drauf ist, der muss halt einfach schlucken. Was ist denn Zeit miteinander zu verbringen? Das ist genau das, was ich wirklich an den Webinaren liebe. Dass ich sage, das ist ein persönlicher Raum, ein persönlicher Happy Place, wo Menschen sich Zeit füreinander nehmen. Und zwar die, die echtes, wirkliches Interesse aneinander haben, an einem Thema haben. Und das, was in einem Webinar zählt, ist nicht die Quantität, sondern die Qualität der Kontakte. Und das Ding ist ja auch, es ist unsere Aufgabe, nicht irgendein Webinar zu geben, sondern eins, in dem wir uns repräsentieren können, in dem wir uns wirklich auch mal gefordert fühlen und merken, wow, ich fühle mich so lebendig. Warum denn? Weil genau dieses Feedback kommt, was sonst so häufig ausbleibt. Das ist was, was von meinen Kunden immer wieder als Feedback kommt, wenn sie sich daran gewagt haben, wenn sie ihr Webinar gegeben haben, dass sie rausgehen und dass ihre Augen strahlen und sagen, Mira, das ist Wahnsinn, ich fühle mich so lebendig, weil sie sich verstanden fühlen, weil sie erkennen, dass es wirklich echte Menschen gibt, die das Thema interessiert und die nicht unter deinen Post schreiben, schöner Post, weil sie darauf hoffen, dass du ihre Posts likest. Sorry, not sorry. Und das wirkt sich am Ende auch auf die Qualität unserer Arbeit aus, weil wie viel einfacher ist es, in einem echten Gespräch mit Menschen Fragen zu stellen, also in so einem Webinar auch Rückfragen zu stellen, um dein Thema zu vertiefen. Und wie leicht ist es so, den Bedarf deiner Kunden rauszufinden und damit auch eine bessere Arbeit zu leisten. Und am Ende tatsächlich auch Posts zu kreieren, die wirklich gelesen werden. E-Mail-Listen mit echten Kontakten zu füllen. Produkte zu kreieren, die wirklich gebraucht und gekauft werden. Die Wahl triffst am Ende natürlich du. Aber das ist das, worum es in meinem Mentoring geht. Qualität, Gewissheit, den Mut haben, Dinge anzugehen, dabei nicht alleine zu sein, weil ich die ganze Zeit in deinem Hintergrund bin und wir einfach Dinge analysieren und genau dadurch klüger werden, aber mit einer Gewissheit. Und das ist das, was uns wachsen lässt. Wenn du genau das möchtest, dann lade ich dich ein, auf meine Seite zu gehen, webverbesseren.de/mentoring. Da findest du alle Informationen. Du füllst einen kleinen Fragebogen aus, erzählst mir, wer du bist. Und wenn die Grundsätzlichkeiten dafür hinhauen, dann lernen wir uns persönlich kennen und schauen einfach mal und führen Gespräche über dich und dein Business.
Ich freue mich, dich zu sprechen und ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir eine wunderbare Zeit und wie immer viel Spaß beim Umsetzen. Deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbesserin.de. Bis zum nächsten Mal.